Hallo, da sind wir wieder, Pip und Gitte. Wir spielen Pathfinder. Sind hier noch in dieser, ja, in der anderen Welt halt. Und haben gerade die Sache von Jubilost gemacht, dieser Quest für Jubilost. Da geht es ja um die Bleiche. Jubilost hat verzichtet, geheilt zu werden. Als einer, als der einzige eigentlich von vielen. Ja, er wollte nicht. Nee. Als einziger. Jo, jetzt müssen wir wieder zurück. Jo. Wir haben ja noch diese komische Sache da in Warnburg, die Die wir da in muss ja Auftrag geben müssen dann. angegangen werden. Mal sehen, was da noch May we have a rauskommt. moment of respite? Ja, gleich. Wir sind gleich da. Verstehe nicht, was er sagt. Was sagt er immer? Restlet? Kennen wir ja für Restbett oder irgendwie so. Ja. Keine Ahnung, ich verstehe das einfach nicht. Rest, das verstehe ich ja. Arrest is in order. Ja, Rest ist in Ja, order, okay. ist in Das ist ja okay, Ordnung. aber. Wir wissen, dass ein bisschen Rast in Ordnung ist. Hätten wir ja auch gleich von draußen Ja, machen genau. können. So, ab ins Bett. Ja, mit Krone. Hätten wir einfacher haben können. Na, so schlimm war es jetzt auch nicht. Aber Dieser kleine Umweg. wir machen es lieber ausführlich. Ja. Wir müssen dann immer wieder jetzt Rangaufstiege machen. Aber in diesem Falle, da haben wir jetzt noch 2 Tage hier Warnburg Ja, belagert. 2 Tage. Und ich würde Die müssen sagen, wir jetzt überspringen. dass Was wir die jetzt heißt? überspringen, Nö, ganz wir genau. können ja eigentlich eine Region verbessern. Das muss ja nur im Laufe vom nächsten Monat angegangen werden. Also können wir gucken, was haben wir an Regionen. Das geht nicht, Handelsplatz, weil Jubilast noch unterwegs ist. Pferdezucht, Das ist 20% gut. Bewegungsrate über Land ist Und nicht 7 Tage schlecht. dauert es auch nur alles. Das gefällt, naja, Schaden gegen Tiere und magische Bestien ist auch nicht so, aber die anderen Naja, sind die auch meisten nicht Sachen sind mehr aber so. ganz gut. Das Also, geht nicht, okay, fangen wir an mit der Pferdezucht. Ja? Christian. Kann Christian machen. Dauert 7 Tage. Was denn? 225 Baupunkte, wir haben keine Ah ja, gut, das ist gut. 200. Ja. Wir kaufen mal wieder 1000. Wir haben Das ist ja okay. Mit Mühe und 299.000. Not können wir uns das gerade leisten. Ja, die 8000 können wir opfern. Ja, wieder raus, bevor das registriert ist. Gut, können wir jetzt. Danke. Ja. Fehlschlag. Toll. Was hast du denn wieder gewürfelt? Eine 2. Eine 2. Ja, kannst du mal sagen, was Nein. da steht? Den Text würde ich gerne lesen Er wollen. hätte eine 4 würfeln müssen. Ja, genau. Das lasse ich Toll. lieber selbst haben. Keine 4 geschafft. Nee. Ja, aber Kästen hat uns nicht enttäuscht. Ja, haben wir schon befürchtet, Kann man ne? so besser. Oder dass da Leute sind, die unter diesen angeblichen Anhängern dann in dem Augenblick von Desna, dass es da ein paar Leute gibt, die wir nicht so gerne haben, ne? Ja. Ja, aber Stabilität plus 4 ist gut. Danke. Das war sowieso ein So, jetzt Projekt. machen wir die Sachen, die, nee, das erstmal wichtig, Halt, das Wichtigste. Ereignisse. Warnburg wird belagert. Genau. Sofort Das können ja weg wirklich mit mehrere dir. sein. 61, aber gegen einen 60, Krisenpunkt, da auf jeden kriegt er Fall. einen Krisenpunkt Das ist drauf, dann hat er wichtig. 85. Ich hoffe, das schafft er. Das können wir nur hoffen. Und dann guck mal, was es hier Neues gibt.
Ach, schon wieder. Das hatten wir schon mal. Nicht schon wieder, Mensch. Na, Tristan könnte es machen. Oder Valerie. Tristan oder Valerie. Guck mal, was wir doch haben. Schon Majestätsbeleidigung. Na, dann muss es hier kann Tristan beides machen. Da muss das hier so. Tristan machen und das andere muss Valerie viel. Machen. Ja. 45 ist auch nicht gerade viel, aber wir können es ändern. Toll. Warnbock ja. Ist wichtiger. Ja. Warte mal, das muss im Monat 6 gelöst werden. Wir haben 4. Können wir noch mal Rangaufstieg ja machen? Vielleicht bringt das ein paar Punkte. Ja, muss jetzt noch nicht, nee. Weil die Warnbox haben wir ja schon abgeschickt. Das braucht man nicht. Warnburg ist weg. Das ist 6. Ja. Und wir haben den 2.4. Ist auch 6. Na ja, genau. Dann würde ich sagen, dann können wir gucken, ob wir noch ein paar Rangaufstiege machen. Ja. Das ist ja alles, was hier weg ist. Ist genau. Ja, dann lassen wir das jetzt erstmal noch. Gut, gucken. Ja, am dringendsten müssten wir eigentlich, ja. Das machen wir erstmal die wir brauchen, damit sie die Sachen machen, die wir wollen, dass sie die machen. Mann, wie lang dauert das? 77 Tage. Oh, weia. Es ist die Instandsetzung, die bringt uns einiges. Die Deshalb bringt musst uns du eben viel, Geduld haben, Jack. Es hat keinen Sinn. Das brauchen wir. Na gut, Kultur und Spionage, wenn es geht. Spionage und Kultur? Aber wir brauchen für die beiden Leute, die die Sachen machen, ein bisschen Rangaufstieg, wenn es geht. Naja, gut. Aber du musst es ja wissen. Wir haben ja 2 Leute nicht weggeschickt, damit die aufsteigen können. Weil wir hoffen, dass wir dann nächstens ein paar Punkte mehr kriegen. Wer war das? Valerie einmal, glaube ich, und einmal Tristan, oder wie? Die kannst du nicht machen, der ist unterwegs. Jürgen. Nö, ist klar. Kurator, naja. Kultur, Beziehungen. Arkan ist schon auf 4. Na gut. Regentin war das einmal, denke ich. Und das andere Mal warst du... Ja. Na gut. Denk nach. Nee, das ist Tristan. Na, Tristan, wo... Was denn? Wolltest du Tristan? Nein, pass auf. Ist egal. Was meintest du? Erzähl. Ich wollte eigentlich, dass 2 Leute im Rang aufsteigen. Und zwar die beiden Leute, die wir brauchen, um die beiden Aufträge, Majestätsbeleidigung und den anderen Auftrag, zu erledigen. Weil ich hoffe, wenn die einen Auftrag machen, wenn die einen Aufstieg haben, haben sie auch mehr Chancen, die Aufträge zu lösen, die in unserem Sinne zu lösen. Das war Valerie und Tristan, richtig? Da, soweit ich mich hier erinnern kann, ja. Na ja. Wir starten. Ja, genau. Die anderen können auch aufsteigen, aber ich würde sagen, ich wollte die dann gerne losschicken. Die können wir vorziehen, ja, schon richtig. Aha, Warnburg ist ein Erfolg. Gut. Loyalität ist jetzt auf 4, ja. Dankeschön, hast du gut gemacht. Ach, gut, Kästen. Gut, dann wird er wahrscheinlich bald mit uns reden wollen. Ja, in 2 Wochen. 2 Wochen, also müssen wir schon wieder zum Hügel aufbrechen. In 2 Wochen. Ja, hat es auch geschafft. War ja ein Also Projekt. Können wir die eine Sache gar nicht machen. Genau. Das eine Aufstieg. Nee. Gut, dann müssen wir halt die beiden nehmen, aber abschicken. Haben wir keine Zeit jetzt erstmal. Ja, immer wenn er scheitert, kriegen wir immerhin einen Punkt dafür, ist gut, doch immerhin was. Ach du grüne Neune, was Wir haben noch immer 2 Aufträge, wo wir die Leute wegschicken. Also. Ja, Gelegenheiten, die Blätter mal erstmal weg. Problem, das war einmal die Majestätsbeleidigung. Ja, ich glaube, wir wollten ist auf Christian. 6. Erstmal gucken, was haben wir auf 5. Haben wir was auf 5? Ist auch 6. Das ist 5. Gelegenheit. Eine Gelegenheit. Mir würde ich jetzt. Valerie brauchen wir, Tristan brauchen wir für die beiden anderen Sachen. Ja.
Und hier haben wir ein Problem. Ein technisches Problem. Und das ist auch ein 5. Und da das könnte... Das ist 5, ja. Da können wir Linzi oder Ekun Schwierigkeitsgrad... Dann lieber Ekun. Ach du Schande. 13 schon hat Ekun. Ja. Tja, das kann man nicht viel... Ja, 25. Ja. Entweder er würfelt richtig hoch oder... Oder du ignorierst. Nein, das würde ich nicht tun. Nee. Du bist aber ein 5, ne? Nochmal 5, wandernde Monster. Kästen. Schwierigkeitsgrad 21. Kästen. Ja. Er müsste eine 6 würfeln. Boah, ja, ist ja gut. Aber starten wirst du die erst später, richtig? Ja, ich guck's hier erstmal durch. Ein ungewöhnlicher Besucher ist ja eingetroffen. Gut, dann gehen wir erstmal in den Thronsaal, bevor wir hier weitermachen. Wir hatten ja Monatswechsel. Gut. Hä? Wer bist du? Ach, Tristian. Mann, gar nicht erkannt. Was? Was? Spinnt wohl. Spinnt der? Nee, da wird niemand von der Steuer befreit. Was soll denn das? Und warum sollten wir ihn von der Steuer befreien? Wir werden ihn nicht bestrafen, wir werden das machen, was du sagst. Natürlich werden wir ihn nicht von der Steuer befreien. Sagt ihm, dass das Gesetz in meinem Reich für alle gilt. Punkt. Ja, ganz einfach. Ja, klar. Ich habe nur gelesen. Das klingt ja, eigentlich gut. Vielleicht schaffen wir aber, das nicht mehr gar nicht. Ich glaube, damit machen wir uns keine Freunde. Nee. Außerdem passt es nicht zu uns. Ja. Genau, so ist genau. Es. Genau. Was soll das? Ja. Und dann kommt der Nächste und will auch. Alle. Wir sind alle gleich. Alle kommen und alle wollen von der Steuer befreit so, da kommt werden. Der ist ja ganz schön mächtig. Ne? Wer ist das denn? Ein Roboter. Das ist also ein Golem, ha? Ein Golem. Adamant-Golem, ja. Er ist schwer verletzt. Na, so sieht er aber nicht aus. Aber jetzt, na klar, helfen wir dir. Also, was ist los? Und hinterher kommt unser Schwert. Ja. Harim wackelt hinterher. Das Kirgi-Clan hat wieder was ausgegraben. Bei ihm klingt es wie ausgefressen. Meint er ja auch. Och nein! Oh, der ist hin. Das ist aber traurig. Gerade wurde er mehr sympathisch. Tja. Ei, erst hat man nichts zu tun und dann... Ja, wir müssen nach ihnen sehen, aber nicht sofort. Ja, ja, aber wir werden es auf jeden Fall tun. Die müssen noch ein bisschen aushalten. Pepe muss sich erstmal noch überlegen, was er mit den ganzen anderen Aufträgen macht. Genau. Klar nehmen wir dich mit, ist doch klar. Ja. Wenn du dir auch nur dann dein weißes Haupt schütteln kannst anschließen. Logisch. Freust. Wer kommt hier? Na, das ist jemand, der uns was geben will. Das ist Charles. Ach, Charles. Charles schart. Er schart immer mit den Füßen. Ja. Oh, ein Kräuterkundler, Mann. So einen haben wir doch schon. Den haben wir schon mal. Ist egal, bring Geld. Na, Dankeschön. Gut. Danke. Chimo. Richtig erkannt. Der Unverdrossene. Oh ja, danke schön. Ja. Passt gut zu uns. Unverdrossen. Gut, aber jetzt wollen wir ja eigentlich mal darum schaffen, dass die ganzen Sachen da irgendwie hinkriegen. Ja, ja. Oh, guck mal, die haben den Golem entfernt, aber was da für ein Fleck ist.
Keine Sorge, das nächste Mal wird er wahrscheinlich weg. Das Kirgi-Clan muss uns den Teppich ersetzen. Meinst du nicht auch? Naja, sagen wir mal so, wir sind hier eigentlich nicht böse. Der Unverdrossene ist ein Kampfstab. Oh ja. Oh, der bringt Aufflamm, ja Verbesserung plus 4. Verderben. Das ist gut. Verderben gegen Aberrationen. Ja. Das ist sehr mal gut. Mal sehen, wer alles Stöckchen tragen kann. Maklaparim kann tragen. Oh, das ist der Kräuterumhang. Ja. 5 auf Intelligenz, Kompetenz. 5. Ja, ja. Plus 5 auf alle Wissenswürfe Natur. Ja, ist genau. Und dreimal täglich Gift verzögern. Ja. Ja. Mal gucken. Wer kann den aber irgendjemand kann. Wahrscheinlich tragen oder wenn nicht, dann eben nicht. Aber dann kann man ihn halt verkaufen, aber ist gut. Jetzt so, müssen wollten wir nicht auf die jeden Sache Fall jetzt mal alle angucken und wirklich hier auf die mal weitermachen. Und die auch wegschicken. Ja. 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 Das war nur eine kurze Bekanntschaft. Dieser kurz, jemand leider. Ist ein Golem, der aber nicht mehr ist. Das ist die Gelegenheit. Wer das könnte machen wir sie jetzt machen? Nicht. Wir haben Christian, kann keiner machen. Die beiden im sollten eigentlich andere Aufträge machen. Ja, ja, es macht eigentlich kaum Sinn, hier einen Krisenpunkt zu verschwenden. Hier sind schon 85%. Das müsste er schaffen. Machen. Den kann ich eigentlich sowieso schon wegschicken. Ja. Kannst du eigentlich. So, das war nee, die Gelegenheit. Nein. Ja, schicken wir ihn auch weg, ja? Ja, sicher. Können wir machen. Denn. Ja. Das muss Triss. Wir haben eins für Tristan, eins für Valerie. Das muss Valerie machen. Ich gucke erst nochmal sicherheitshalber. Dann das ist eine Gelegenheit. Das Nein, das ist eine Gelegenheit. Ach, Mann. Bitte. Was macht die vielleicht? Denn schon wieder da dazwischen? Ach so, der. Nee. Nee, schon richtig. 70. Ah. Ah ja, hätte noch einen Monat Zeit, aber das nützt auch nicht viel. Tja, hier solltest du vielleicht einen Krisenpunkt noch nehmen. Da müsste man auf jeden Fall einen Krisenpunkt reinstecken, ja, sonst hat sie kaum eine Chance. Ja. Okay, dann schick sie weg, bitte. Dann haben wir sie erstmal vom Hals und können andere Sachen machen. So, und das kann jetzt keiner mehr machen, richtig? Nee, das ist eine Gelegenheit, sonst. Ja. Läuft am 1.5. aus, da müssen wir sehen, ob wir bis dahin jemanden freikriegen. Wir haben eine neue Möglichkeit für einen Rangaufstieg in Loyalität. Aber du denkst dann, dass 14 Tage, ja, 14, wie lange dauert das, ein Rangaufstieg? 14 Tage, wir müssen uns jetzt um den Hügel kümmern. Das meine ich, aber wir müssen uns jetzt noch nicht drum kümmern, weil jetzt ist der Hügel ja noch nicht so weit, oder? Er hat doch gesagt 14 Tage. Ja, genau. Ja, eben. Da müssen wir hin. Na, dann ist die Entwicklung in 20 Tagen und 10 Stunden steht hier. Ach, was habe ich denn da mit 14 habe Tagen gelesen? Habe ich auch gelesen, gelesen, aber hier steht das so. Ich habe keine Lust, schon wieder zum kahlen Hügel zu laufen und dann wieder zurückzugehen, was wir schon mal gemacht haben. Da stand doch was von 14 Tagen. Ja. Was ist hier? Und das ist ein Auftrag. Also den Dieb in der Karawane finden. Naja, da müssen wir erstmal den Zwergen wieder helfen. Das geht ja wohl vor, oder? Was ja, aber ich du? Glaube, dass wir erstmal den Aufstieg machen könnten, vielleicht. Dass wir denn die Sache machen mit dem. Nee, ist mir egal. Mach, was du willst. Sprich, fertig. Na, ich dachte mir gerade, wenn wir das machen, so ein Aufstieg dauert 14 Tage, dann könnten wir zum kahlen Hügel, weil hier steht 20 Tage. Vielleicht ist es dann schon so, dass wir dann schon was machen können. Na, und 14 dann würde ich die Tage, Sache mit dann dem haben Zwerg wir nur mehr 6 Tage. Da haben wir jede Menge Katastrophen. Nee, nee. Das, 14 Tage ist zu lang. Na gut, dann mach, was du willst.
Da kriegen wir, du weißt doch, kriegen wir alle paar Tage eine Katastrophe, wenn der kahle Hügel aktiv ist. Wie du meinst. Ja, entscheide dich. Ja. Ist ja gut, ich gehe ja schon. So. Jawohl. Und geh hin. Aber Jubilos ja. Bleibt hier. Ekundayo. Du kommst. Ach nee, Octavia mit. Ist es ja. Ja, und statt Ekun müssen wir dann Harim mitnehmen. Also du bist erstmal zu den Zwergen, ja. Gut. Können wir machen, aber dann müssen ihn auch nur aufsteigen lassen. Ja. Der dürfte eigentlich nur ein Level wechseln. Na, ich weiß es nicht. Hoffe ich. Ich würde jetzt nicht drauf spüren. Aber den kennen wir schon besser. Naja, Harim ist für uns irgendwie, weil wir doch ihn schon öfter auch mal mitgenommen vertraut. Hatten. Eine vertrautere Gestalt. Ja, ja. Bei ihm ist wirklich nur ein Level. Er ist 13, ja. Ja, ja. Da ist nur ein Level. Da kriegt ja nichts weiter. Hier ist nichts, also auf weiter. Hier ist auch nichts. 2 Punkte kriegt er. Er kriegt ja immer so viel. Er kriegt auf Wissen Religion, Wissen Arkan und dann ist er schon wieder bedient. Ja, ist bescheiden. Und dann ist er fertig. Dann brauchen wir nur noch in sein Zauberbuch gucken. Harim. Hier. So. Gucken. 1 bleibt. 2. Okay. 3. Okay. 4. 5. 6. Ah, er kriegt 6 einen 6er. Kriegt er einen. Der ist gut. Ja, der ist gut. Und 7 kriegt er auch einen. Was sind vollständige Genesung? Ach so. Ja, was? Was sind vollständige Genesung? Wo? Das ist hier auf der rechten Seite oben. Ja, hier. 10 Diamantstaub, naja. Naja, gut. Ich wollte es nur wissen. Mach mal, wenn es unbedingt notwendig wissen, ist. Ja. Mhm. Gut, du kannst ja Auflösung nehmen, aber das ist ein Wort des Chaos haben das wir geht und nicht. Auflösung. Hier bei den Kleriken geht das in der Regel nicht, nein. Genau. Die kannst nur weil da nämlich, reinsetzen. Das hast nur einen Domänenplatz. Ja. Genau. Würde des Streiters was? Verleihen? Interessant. Naja, das klingt doch nett. Das klingt gut, oder? Das klingt so, als ob man da jemanden, den man überhaupt nicht mag, ganz schön treffen könnte. Ja. Wenn er sich treffen genau. lässt. Genau. Gut, fertig. Jetzt müssen wir gucken, wo wir hin müssen. Na, schon wieder dahin, wo wir schon mal waren. Ne? Da ist er Ausrufezeichen, da ist die Karawane. Da ist die Karawane und wo sind die Zwerge? Da. Da. Vergessene Zwergenfestung. Ja. 20 Stunden ist ja nicht weit. Ja, geht. Noch lachen sie. Wie lange wohl noch? Ja. Das wird sich vermutlich schnell zeigen. Mal sehen, wie weit sie da weitergebuddelt haben. Als wir letztes Mal da waren, war der Eingang ja noch verschüttet. Mhm. Konnte man nur den Vorhof und den Wehrgang betreten. Ah, ja. Wir werden jetzt erstmal die Hunde, wollte ich sagen, aber wir haben nur einen. Ready and willing. Hoffentlich müssen wir nicht so viel kämpfen. Wir haben ja nur Ekrem und Dayo nur nicht dabei, weil wir Harim und Tristan mitgenommen haben. Und Harim ersetzt Ekundayun keinesfalls. Bist du rot, oder? Aber er muss dabei sein.
Naja, ob das ein Freund oder ein Feind ist, wissen wir nicht. Die haben aber eigentlich um Hilfe gebeten. Ja. Verraten, verlassen, geflohen, Feiglinge. Ja, aha. Die Feiglinge, wer waren das? War das jetzt, jetzt der Clan der Skegge oder wie die heißen? Confide in me. Ich bin völlig aus dem Ruder. Warum? I stand ready. So, also den brauchen wir. Und den braucht der Hund. So, dann gucken wir mal, wie lange hält dieser. Nein, nicht lange. Eine Minute pro Stufe. Na, dann machen wir, wenn es notwendig ist. Die Grundausstattung haben wir erstmal. Dann gehen wir mal gucken. Können wir mit dem sprechen? Ist ja so neblig hier. Nein, den können wir nur angreifen. Oh. Wir werden nicht gehen. Das ist das Vermächtnis. Mit dem können wir sprechen. Unserer Ahnen. Dann sprechen wir doch mal mit Rudin. Rudrinskirge. Jarmul da unten, bitte helft ihm. Ne? Werden da wir gerne unten? Tun. Wo ist denn hier unten? Beziehungsweise da hier unten. Hier ist eher oben, aber guck da mal, der hat was gegen uns. Ja. Der noch nicht. Wie machen wir das am dümmsten? Keine Ahnung. Unsere Mannschaft besteht nicht gerade aus großartigen Kämpfern. It is done. Ich hoffe, wir müssen nicht kämpfen, sondern mehr reden. Erstmal hier gucken, wie das so aussieht. Ja, das muss so aussehen. Ja. Ich glaube, der hat uns noch nicht gesehen. Das ist gut so. So, der ist noch nicht böse. Böse ist nur der da oben. Also, bist du richtig angezogen? Ich sollte auch mal gucken, dass sie alle richtig angezogen sind. Du nimmst jetzt erstmal deine Armbrust in die Hand. I tire of waiting. Hat ihren Bogen. Anything is possible. I won't let you down. I'm listening. Ja. Ist okay. We should move. Dann gehst du mal hier vor. Das hoffst du, dass die anderen uns helfen? Und ich hoffe, dass ich ihn locken kann. Und dass die anderen uns helfen und sich nicht mit ihnen verschwören. Ja. We can do it. Wollen wir noch mal ein bisschen hoffen. I'm not afraid. Und da zittern. So, ihr bleibt alle schön stehen. I'll und Gina geht mal hier runter, dann kann sie notfalls. Ich hab gesagt, stehen bleiben, verflixter Pfeffer. Eieiei. Klein, aber gemein. Ja. Gina, gehst du jetzt da runter? Och nee, jetzt hat er wieder alle. Ah, jetzt muss ich wieder alle neu machen. Warum hört der manchmal nicht auf das, was man anklickt? China, alleine, dahin. So. Ja, ist gut. Hat er jetzt ordentlich, darf die jetzt angreifen, Valerie? Valerie, angreifen. Ich hab's vergessen zu sagen, dass er dann noch angreifen will. Angreifen. Gina hat ihn sowieso im Visier. Du musst singen. Gut. Also die da unten, die ich scheinen neutral. Es geht nur langsam. Ich weiß nicht, wie wir das letzte Mal den Adamant, das war ja den hier. Hier, guck. Harim hat den ja mit seiner bestimmten
Waffe angegriffen, Bastard, keine Ahnung. Schwert. Auf jeden Fall. Das ist das mit Aufnahmen. War das auch ein Mühsam? Das kalte Eisen könnte. Und Harry muss natürlich sein Knüppel anziehen. Den Brecher, ja. Eben, genau. Das hätten wir schon längst machen sollen. Ja. Weil er wird ja überhaupt nichts. Er macht uns immer kleiner. Valerie sieht schon sehr bedenklich aus. Und sie ist ja unsere einzige wirkliche Kämpferin, die wir jetzt gerade haben. Ja. Okay, grundsätzlich erstmal alle angreifen. Singst du noch? Ja. Sie singt noch. Was haben wir hier? Das nützt im Moment nicht viel. Ja, er könnte sie gleich mal ein bisschen aufpolieren. Nicht Gürtel. Mhm. Ja. Soll er nicht lieber uns ein bisschen stärken, dass wir besser kämpfen können? Ja. Ah ja, der schlägt ganz ordentlich zu. Ich will Valerie nicht zu weit runterkommen lassen. Naja, oder uns schützt auf jeden Fall. Wie auch immer, auf jeden Fall gut. Aber ist in Ordnung. Er kann ein Gebet machen. Dann muss Gina... Geh weg, du störst. Dann muss Gina Valerie eine Regeneration verpassen. Das wird nichts. Das schafft sie nicht. Mann, hätte ich schon lange machen müssen. Was denn? Heilen. Ja, der klar. Macht sie kaputt. So. Mach. Er muss jetzt auch erst mal. Nützt nichts. Nee. Das hält Valerie nicht aus. Nee, nee. Ich glaube, im nächsten Schlag ist er wahrscheinlich hin, aber der hat jetzt inzwischen auch schon einige Wunden davongetragen. Soll Harry ihn jetzt heilen? Ja. Oh Mann. Das ist die beste Idee, weiß ich nicht. Es kommt keiner ran. Grant me strength. Dann hätte ihn auch nicht treffen können. Harry, Mann, der braucht ja noch viel länger wie Tristan. Und Tristan wird auch geschlagen von hinten, falls du noch nicht gemerkt hast, haben wir hinten auch noch Feinde. Da kommt der von hinten jetzt. Ja, ich meine ja nur. Toll. Ich glaube, das sollten wir nochmal machen. Das ist absolut bescheuert. Na, ich weiß ja auch, was hier zukommt. Jetzt wissen wir, was auf uns zukommt. Das heißt, wir müssen die hier unten auch gleich angreifen. Das macht ja keinen Sinn, hier mitten reinzulaufen. Genau. Okay, das macht keinen Sinn. Naja, jetzt sind wir schlauer. Okay, jetzt wissen wir Bescheid. Machen wir aber jetzt Schluss, weil die Zeit erreicht haben. Na gut, dann machen wir es beim nächsten Mal. Können wir nochmal überlegen, was wir da machen. Ja. Okay. Okay, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.